Der Name Tommy Morgenstern sagt den meisten nichts. Aber die Stimme des Dragon Ball Stars Son Goku kennen Millionen Anime-Fans. Der Synchronsprecher kommt mit der actiongeladenen Serie gut klar. Wenn nicht da irgendwann sich diese Figur da wirklich am Boden zerstört und dann zittert die Hand und dann geht man ab und dann fühlt man sich einfach rein. Am Anfang war Dragon Ball Z für das deutsche Sprecherteam eine ganz neue Herausforderung. Denn die Dialoge in Mangas müssen schon sehr übertrieben gelesen werden. Bist du gar nicht so schlecht? Also es ist halt so eine etwas abgedrehtere als diese brave amerikanische Form der Geschichtenerzählung. Ja! Ja! Die Comics, da kann man sich auch ausleben. Als Sprecher. Ausleben kann sich Tommy jedoch nicht immer. Ihn trifft es auch schon mal hart. Ich sterbe auch ständig oder ich bin irgendwie verletzt und bin dann irgendwie auch gar nicht mehr dabei. Dann tritt der kleine Sandro Blümel als Son Gohan in den Vordergrund. Für die Actionsequenzen hat er so seine Tricks. Da muss man eben auch manchmal sich selber irgendwo so ein bisschen hauen oder sowas, damit man das so besser machen kann. Mhm. Aber sonst geht es eigentlich. So auch ohne, dass man sich selber irgendwas tut. Gott sei Dank, auch wenn wir auf die Action natürlich nicht verzichten wollen.